Ja, habe es bekommen. Das nervt ganz halt. Ich muss mal Schüler 14 ausmachen, wenn ich gerade beim Playen bin. Gott, mein Tisch hat sich bewegt. So, nein, ich muss was machen. Items. Doppel-Elixier trinken. Das kommt. So. Also das ist... Das ist keine Ahnung. Wenn wir diesen Teil hinter uns gelassen haben, haben wir es geschafft. Es sollte nicht mehr weit sein. Halte durch. Bitte. Hast du was gesagt, Lollipop? Nein, 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 nein. Also nicht. Ich meinte eine Stimme gehört zu haben. War wohl Einbildung. Kehrt um! Ihr dürft nicht passieren! Wartet kurz. Wer ist da? Hallo! Hallo! Es ist euch nicht gestattet zu passieren. Wenn ihr dennoch drauf besteht, müsst ihr gegen mich kämpfen. Dann sollte es so sein. Doch nicht bevor ihr mich besiegt habt. Oh, das ist zu hell! Das Eis muss herum, reflektiert das Licht. Gott, so jetzt. Ja! Ich bin Arctos, der Hüter des Eises. Wer immer den Wald betritt, soll von meiner Macht besiegt werden. Lass es beginnen. So, ich beginne mal mit Ruckzucki. Fängt sich schon mal gut an. Rauchwolke. Mein Glut. Boah. Rauchwolke. Ein Glut. 56, okay. Nützt ja voll viel. Rauchwolke. Warte, ich mach mal ein Safe. Habada, habada. Da bringt ja voll was, ne? Aber der ist gleich tot. Okay, jetzt komm. Ja, ist tot. Boah, ich hab doch gesagt, das wird ganz gleich mit Arctos. Genau, genau. Bitte, Arctos. Wir müssen weiter, egal was es uns kostet. Bitte lass uns passieren. Nein, ich kann nicht erlauben, dass hier passiert. Warum nicht? Warum lässt uns nicht weitergehen? Die kalte Brise des Waldes, sie hat sich in letzter Zeit deutlich erwärmt. Erwärmt? Ich friere aber ganz schön. Der Fluss der kalten Luft des Waldes wurde gestört, der Schnee beginnt zu schmelzen. Der Schnee schmilzt, Schnee, der nie zuvor geschmolzen war. Dies ist noch nie zuvor geschehen, kein einziges Mal. Und zur gleichen Zeit erscheint ihr in diesem Wald. Ist dies nicht euer Tun? Wir haben damit nichts zu tun, das ist reiner Zufall. Bitte, Arctos, hör uns an. Es liegt nicht an uns. Egal. Es passiert nicht nur hier. Naturkatastrophen ereignen sich im Moment an allen Orten. Selbst wenn wir keinen Fuß in diese Gegend gesetzt hätten, hätte sich das Klima hier verändert. Ist das alles? Soll ich das etwa glauben? Jetzt kommt ein Retter. Retter der Not. Genug von diesem Unsinn. Dies ist euer Ende. Halt! Absol? In ihren Worten steckt keine Lüge. Die Katastrophen verbreiten sich tatsächlich. Ist das wahr? Ja, ich habe die Gabe, Naturkatastrophen zu spüren. Die jetzigen Katastrophen sind nicht gewöhnliche Natur. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Also gibt es noch weitere Katastrophen? Gut, ich werde euch glauben. Ihr dürft passieren. Arctos! Jedoch... Was? Ihr müsst verhindern, dass sich die Katastrophen weiter zu verbreiten. Ich zähle auf euch. Okay, wie viel sind wir denn? Eins und zwei. Ja, versprochen, Arctos. Oh Gott, ich bin so kindlich. Puh, das war schön. Schon mehr als knapp. So. Also, okay. Vielen Dank. Du hast uns gerettet. Statt euch zu bedanken, solltet ihr euch darauf konzentrieren, die Katastrophen aufzuhalten. Werden sie nicht gestoppt, wird noch viel Schlimmeres geschehen. So.
Stöhnen. Oh, stöhnen. Ich spürte die entsetzlichen Kraft der Katastrophen. Meine Gabe der Vorahnung führte mich an diesen Ort. Ich halte es für angebracht, dass wir gemeinsam weiterziehen. Ich werde mich euch anschließen. Oh, willst du das wirklich? Wirklich. Um diese Katastrophe ein Ende zu setzen, ist Kooperation unverlässlich. Ich werde euch meine Kräfte zur Verfügung stellen. Schnee, vielen Dank. Okay, früher habe ich den Fehler gemacht, dass ich Absol nur in diese, also jetzigen, nach denen gekommen ist, Mission zu nehmen. Aber ich werde in Absol jetzt nur noch mitnehmen, damit ich auch ihn trainieren kann. Nein. Doch, ich hätte ihn immer Brassbus genannt, okay. Und so. Überwand das Team von Lollipop den Frostwald und marschierte weiter in den Norden. Und je weiter sie kamen, desto unwirtlicher wurde die Gegend. So. Dieser vereiste Bergpfad ist ja ewig lang. Wir sind schon so weit gelaufen. Warte, ich lasse mal eine Minute laufen. Nichts passiert. Fussel sieht auch schon ganz erschöpft aus. All die Strapazen aus purer Verzweiflung. Und was erwartet uns? Tun wir wirklich das Richtige? Brrr, ist das kalt, so kalt. Hier gibt es nichts außer Schnee. Hier sieht alles gleich aus. Ich frage mich, ob wir überhaupt von der Stelle kommen. Frage ich mich auch. Nein, sie bewegt sich nicht, nur die Gegend bewegt sich. Hey Lollipop, ich habe gerade gedacht, wir sind an einem verlassenen Ort angekommen, an dem wirklich niemand außer uns ist. Ich habe das Gefühl, dass vor uns nichts mehr ist, auch wenn wir weitergehen, da ist nichts mehr. Und ich bin total erschöpft. Was wird aus uns werden? Toll, die laufen immer nur, egal. Keine Warnung, es passiert schon nicht, ich weiß es nicht. Sicher, das stimmt. Darüber nachzudenken, was passieren könnte, hätte keinen Sinn. Nicht nachdem wir so weit gekommen sind. Tut mir leid, Lollipop. Egal, was ich sage, der findet immer einen Grund, mir recht zu geben. Oh Gott. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Und das wird sich nicht ändern. Ich werde weiter fest an dich glauben, Lollipop. Ich folge dir, wo immer du hingehst. Ja. Fussel vertraut mir bedingungslos. Ich darf keine Unsicherheit zeigen. Ich darf nicht an mir zweifeln. Halluzinationen? Was war das? Mir wird so schwindelig. Ist dir nicht gut, Lollipop? Endlich. Endlich bist du da. Da spricht jemand zu mir. Fussel? Nein, Fussel klingt anders. Die Stimme kenne ich von irgendwoher. Endlich, du bist hier. Ich habe dich erwartet. Ich bin so froh, endlich begegnen wir uns. Du bist doch... Was? Lollipop, was ist los? Warum führst du Selbstgespräche? Andere können mich nicht sehen. Ich bin nur für dich sichtbar. Etwas weiter voraus findest du einen zerklüpften Berglandschaft, gekrönt vom Klierberg. Aus seinem Gipfel lebt Vulona. Vulona? Vulona wartet dich bereits. Hüte dich. Nein, warte! Hey, Lollipop, was ist los? Was ist passiert? Toll, nix.